Design Kriterien von Pull-Prozessen. Wir haben ja gesehen, dass Pull-Prozessen gewisse Vorteile haben. Warum eruieren wir noch? Okay, aber erstmal wird es dann irgendwie angenommen. Jetzt schauen wir uns die Designkriterien, wie können wir Pull-Prozesse entwickeln? Okay. Welche Kriterien müssen wir folgen, um hier Designkriterien zu entwickeln? Da gibt es ja 4 Regeln. Regel Nummer 1. Der Produktionsplan wird nur an einem einzigen Prozessschritt kommuniziert. Okay. Wir haben ja gelernt, was der Produktionsplan heißt, also in der letzten oder vorletzten Vorlesung haben wir gesagt, das ist jetzt Produkt 1, dann gibt es eine Rüstzeit von 1 auf 2, okay. Dann gibt es wieder eine Rüstzeit. Gibt es Produkt 2, dann wieder eine Rüstzeit von 2 auf 3 und so weiter. Und das haben wir Produktionsplan genannt. Okay, das ist jetzt eine Wiederholung. Das war die Produktionszeit, also wertschöpfend. Und deshalb grün und dann die nicht produktive Zeit, die Rüstzeit in rosa. Und das war jetzt der Produktionsplan. So, gut. Wir sagen, dass der Produktionsplan nur an einem Punkt in dem Prozess, also das nennen wir Produktionsplan und das Symbol dafür ist ein XOXO. Okay? Wird nur an einem Punkt kommuniziert. Erste Regel. Okay? Zweite Regel. Gut, hier muss man ergänzen. Dieser Punkt wird Schritt
Macher, Prozess genannt. Okay. Zweite Regel. Der Schrittmacherprozess. Prozessschritt wird so nah wie möglich an dem Kunde platziert. So nah wie möglich an dem Kunde. Versteht sich in der Prozessreihenfolge. Dritte Regel. Wie immer, falls es Fragen gibt, dann einfach mich unterbrechen, okay? Dritte Regel. Nach dem Schrittmacherprozess dürfen wir Bestandspunkte nur mit FIFO ausstatten. Warum? Damit die geplante Produktionsreihenfolge nicht durcheinander gebracht wird. Der Schrittmacherprozess bestimmt die Produktionsreihenfolge. Nach dem Schrittmacherprozess darf kein Supermarkt ausgelegt werden, dürfen nur FIFO-Bestände sein. Nummer 4. Letztes Kriterium. Ist, dass der vor dem Schrittmacherprozess dürfen Bestandspunkte mit Supermarkt oder FIFO
ausgelegt werden. Damit die Produktionsreihenfolge im Pool gesteuert werden kann. So, aus drei und vier machen wir das Ganze hübsch, damit es nachher angenehmer ist zum Lernen. Aus 3 und 4 Konditionen können wir sagen, dass der Schrittmacherprozess auf dem Prozessschritt unmittelbar nach dem letzten Supermarkt platziert werden muss. Okay. Wenn nach dem Schrittmacherprozess nur FIFOs gehören und vor dem Schrittmacherprozess FIFO und Supermarkt, dann ist das die logische Abfolge. Okay. Gibt es Fragen diesbezüglich? Sollte ich irgendwas wiederholen? Beispiel: Der Darstellung ist zum Beispiel wie folgt. Ich habe drei Prozesse. Aus den Prozessdaten ermitteln wir, wo ein Supermarkt und wo FIFO besteht. Zum Beispiel sowas steht da ein FIFO und da ein Supermarkt und dann ein FIFO. Dann können wir sagen, dass der Produktionsplan auf C gehen muss, unmittelbar nach dem letzten Supermarkt, dass da die Entnahmekammernkarte geht und da von C auf A die Produktionsentnahmekarte geht. Warum geht die Karte nicht von dem Supermarkt auf B? Kann es mir jemand sagen? Warum geht die Karte nicht von
Also dass die Karte von C auf dem Supermarkt geht, haben wir ja eruiert. Aber warum geht jetzt nicht die Karte auf C, auf B? Hallo? Frage. Ja, das ist richtig, das bezieht sich auf die Platzierung von dem Schrittmacherprozess. Okay, die Produktionsreihenfolge wird informiert auf C. Gut, das ist richtig. Okay, dann von C geht die Information in dem Supermarkt zwischen B und C. Okay? Und dann, wir haben ja gesehen vorhin, dass aus dem Supermarkt gibt eine Produktionskanban-Karte zum Lieferant. Aber der Lieferant ist eigentlich B. Warum geht die Kanban-Karte aber auf A und nicht auf B? Das ist die Fragestellung. A ist auch ein Produzent, das ist richtig. B ist aber auch ein Produzent. Die Frage ist, warum springen wir denn B und geht direkt auf A? Per FIFO, ja, korrekt. Sehr gut. Super, Yannick. So, die Frage dürft ihr euch gerne stellen. Okay, das ist eine wichtige Frage. Warum? Aber eigentlich der Yannick hat es schon geantwortet. Warum geht die Produktionskanban-Karte an A und nicht an B? Okay. Man kann auch anders argumentieren. Wenn die Information direkt an B gehen würde, dann würde A nicht wissen, was zu tun ist, weil niemand informiert A. Okay, weil den ganzen Materialfluss geht auch in die Richtung. Okay, wenn A die Info bekommt, wie geht die Info an B? Wenn B die Info bekommt, wie geht die Info an A? Okay, so kann man es auch argumentieren. Gut. Gibt es Fragen zu diesen vier Regeln? Okay, dann machen wir ein Beispiel hier mit Zahlen. Entschuldigung. Bitte. Dimensionieren
Mit Dimensionieren heißt Berechnung. Und gestalten Sie einen Prozess mit folgenden Parametern. Gestalten heißt den Design bzw. Information und Materialfluss. Und die Parameter sind wie folgt. Prozess A. Prozess B. Prozess C. Zykluszeit von A 5 Minuten. Rüstzeit von A 5 Minuten. Maschinenzuverlässigkeit von A 100%. Zykluszeit von B 3 Minuten. Rüstzeit von B 5 Minuten. Maschinenzuverlässigkeit von B 100%. Und Zykluszeit von C 2 Minuten. Rüstzeit von C 5 Minuten. Maschinenzuverlässigkeit von C 100 Minuten. Der Kunde hat folgende Bedarfe. Produkt 1 100 Stück am Tag. Produkt 2 150 Stück am Tag. Produkt 3 200 Stück am Tag. Okay, also das sind die Prozessparameter. Was muss man machen? Erster Schritt, machen wir eine Kapazitätsermittlung. Ich meine, das haben wir schon gemacht. Okay. Brauche ich jetzt mich nicht da extra mega hier aufhalten, weil das ist bereits geschehen. Prozess A. Hundert Stück am Tag. Muss 100 Stück von Produkt 1, 150 von Produkt 2, 200 von Produkt 3, also das ist das Produktionsprogramm, Stück am Tag, mal 5 Minuten pro Stück plus 3 mal die Rüstzeit. 5 Minuten pro Rüsten ergibt ein Total von
450 mal 5 plus 15, 2000. 265 Minuten am Tag sind notwendig, die gesamte Produktions, ne, die gesamte Zeit ist gleich in einem Tag 24 Stunden mal 60 Minuten pro Stunde gibt 1440 Minuten am Tag. Okay. Das heißt, die notwendige Zeit gleich 2265 Minuten ist größer als 1440 Minuten. Also wir brauchen zwei Maschinen. Von A. Ist das verständlich? Warum zwei Maschinen und nicht drei? Kann mir jemand sagen? Ja, super. Also anders gesagt, danke Yannick, anders gesagt, wir haben 2265 geteilt durch 1440 ergibt 1,56. Das ist kleiner 2, also wir brauchen dann zwei Maschinen. Okay. Gut, dann B. Was ist mit der Maschine B? Willst jemand mit mir machen? Die Kapazitätsermittlung mit B. Okay, hier. Ja. Ja. Sehr gut. Und das ergibt 65 Minuten am Tag sind notwendig. Vielen Dank. Und das ist kleiner dann als also wir brauchen eine Maschine. B. Gleiche Kiste mit C. Möchte das jemand mit mir machen? Ja. Ein Moment. 100 Stück am Tag. Bitte die Einheiten nicht vergessen. Mal 2. Plus. 3 mal 5 und das ergibt 915 Minuten.
Super, vielen Dank. Also die notwendige Zeit gleich 915 Minuten am Tag ist kleiner als 1440 Minuten, also wir brauchen eine Maschine. C. Okay. Das bedeutet, nach der Kapazitätsermittlung, unser neuer Prozess sieht wie folgt aus. A und A zweimal, also wir haben eine Zykluszeit von A prima gleich Zykluszeit von A geteilt durch 2, also 1,5 Minuten pro Stück. Die Rüstzeit bleibt gleich, 5 Minuten und die Maschinenzuverlässigkeit ebenso. Dann haben wir B, bleibt gleich. Ja, mach doch. Ja, aber dann hast du nicht die volle. Das wäre möglich, um die Rüstzeit dann entfallen zu lassen, aber den Gewinn verschwindet, weil du dann nicht die volle Kappa hast in der Zykluszeit. Entschuldigung, einen Schluck Wasser. Also das, was du sagst, ist korrekt. Und in der Realität, in Wirklichkeit, gibt es sehr viele Lösungen zu dieser Herausforderung, okay? Wir machen aber jetzt erstmal die erste Annäherung überhaupt, damit, sagen wir mal, diejenigen, die gar keine Erfahrung haben mit dieser Kiste, ein bisschen vertraut werden mit der Prozesslogik. Danach, wenn es darum geht, echtes Leben zu gestalten, wird es ein bisschen anders, okay? Und da bin ich ja dabei, da gibt es viele Ansätze und viele Lösungen, um hier die Produktion nicht anzuhalten. Zum Beispiel Schichten kombinieren und sowas, gell? Aber insofern deine Intuition ist richtig, aber wir machen jetzt da das ein bisschen, sagen wir mal, blind. Okay? Es wäre auch anders, wenn die Maschinenzuverlässigkeit hier 80% wäre, dann könnten wir nicht so agieren. Ist aber alles ein bisschen komplizierter und dann, wenn ich das so anfange, dann schalten viele aus. Und dann hab ich nichts gekonnt in der Vorlesung. So, ist jetzt diese Logik verständlich? Okay, wir haben jetzt zwei Maschinen, also wir sind doppelt so schnell beim Produzieren. Gerne, ja. Weil die neue Zykluszeit A', okay, ist 1,5. Wir hatten vorher eine Zykluszeit von 3 Minuten für eine Maschine. Ah, entschuldige, jetzt 5, ja, du hast recht. Ja, danke für die Frage. Ich dachte, es waren 3.
Ja, dann gibt es 2,5 hier. Danke. Stimmt schon, es waren 5. Ah, ja. Okay, auf jeden Fall vielen Dank. Gut, ist das verständlich? Gut, dann haben wir die Kapazitätsermittlung hinter uns. Wir wissen jetzt, wie viele Maschinen pro Dings gemacht werden, gebraucht werden. Und dann gehen wir die zweite Frage und wir fragen uns, brauchen wir einen Bestand überhaupt? Okay, und wenn ihr euch erinnert, dass mit dem Wassertank und so, wir haben gesagt, im Punkt zwischen B und C ist gleich die 1 geteilt durch Zykluszeit der Befüllung, also Geschwindigkeit der Befüllung, minus die Geschwindigkeit der Entnahme. Und das ist 1 geteilt durch 3 minus 1 geteilt durch 2. Das ist negativ, also kleiner 0. Das heißt, ein Bestand ist notwendig. Weil wir befüllen langsamer, als wir entnehmen. Brauchen wir einen Bestand zwischen A und B? Die Geschwindigkeit der Befüllung, 1 geteilt durch ZCB, Geschwindigkeit der Entnahme. Das heißt, 1 geteilt durch 2,5 geteilt durch 1 geteilt durch 3. Das ist gleich 0,06 Periode. Das ist größer 0, also kein Bestand notwendig. Okay. Das bedeutet, dass unser Prozess zu folgendem Wert wir haben einen Prozess A' mit einer Zykluszeit von 2,5 Minuten pro Stück, eine Rüstzeit von 5 Minuten und eine Maschinenzuverlässigkeit von 100%. Dann haben wir einen Prozess B mit einer Zykluszeit von 3 Minuten pro Stück, eine Rüstzeit von 5 Minuten und eine Maschinenzuverlässigkeit von 100%. Dazwischen haben wir keinen Supermarkt. Wir haben FIFO. Und hier haben wir einen Prozess C Zykluszeit von C von 2 Minuten, Rüstzeit von C von 5 Minuten und eine Maschinenzuverlässigkeit von 100%. Und hier einen Supermarkt ist notwendig. Okay, das ist so ein bisschen den Zustand jetzt. Verständlich? Soweit? Sollte ich Ihnen was wiederholen?
Gut, dann der dritte Schritt. Die Bestandsermittlung. Zwischen B und C, also den Supermarkt für Produkt 1, 2 und 3, lasse ich euch als Übung, okay? Das heißt, ihr macht das. Derjenige, der oder diejenige, die das lösen möchte, kann sich gerne melden. Das ist das Gleiche, wie wir gemacht haben in der Vorlesung vor 2, 3 Wochen. Okay, weil jetzt der Fokus woanders liegt. Jetzt liegt der Fokus auf dem Prozessdesign. Das andere haben wir schon gemacht. Macht euch aber gefasst, dass in die Prüfung die Bestandsermittlung, also die Berechnung der Supermarktkapazität, in jedem Falle abgefragt wird. Okay? Prozessdesign, also Material und Informationsfluss. Gut, und die Frage ist, erste Frage, wo platzieren wir den Schrittmacher-Prozess? Okay. Wo platzieren wir den Schrittmacher-Prozess? Nach den Regeln, die wir uns gegeben haben oben. Nach dem Schrittmacherprozess darf kein Supermarkt sein. Regel Nummer 3. Nach dem Schrittmacherprozess darf keine danach, keine. Also, genau. Also, wenn es A wäre, dann hätten wir B, okay, kein Problem, aber hier hätten wir ein Problem. Wenn es B wäre, hätten wir direkt ein Problem. Also, es muss C sein, weil hier gibt es einen Pool und von dem Supermarkt, wo geht dann die Info? An B, an A. Ansonsten würde A entkoppelt sein und das dürfen wir nicht lassen. Schreiben wir das auf. Der Schrittmacherprozess darf weder A noch B sein, weil zwischen B und C es einen Supermarkt gibt. Der Schrittmacher Prozess muss C sein. Okay. Denke immer, es ist immer der erste Prozess nach dem letzten Supermarkt, also C. Okay?
In Ordnung, verständlich. Also, gut. Dann malen wir das Ganze wieder in einem Bild. Zack. A Strich. B. C. Supermarkt. FIFO. Wie gesagt, wie viele Teile in dem Supermarkt es gibt, musst du sagen. Und dann gibt es einen Schrittmacherprozess auf C. Und vom Schrittmacherprozess gibt es einen Pull-Prozess. Also die Entnahme-Kanban-Karte geht auf dem Supermarkt. Wir haben das grün dargestellt, glaube ich. Dann die Entnahme-Kanban-Karte geht vom Supermarkt. Zum A-Stich-Prozess. Die Produktionskammernkarte, meine ich. Und so ist der ganze Informationsfluss. Wenn wir das so darstellen, also das wäre 1, 2 und 3. Und ich erkläre das Ganze jetzt mit Wörtern, damit ihr das auch habt. Also, wie ist der Informationsflussprozess? Da diese Erklärung gehört, ist notwendig, wenn ich das in die Prüfung abfrage. Also, ihr müsst den Informationsflussprozess beschreiben, und zwar so ausführlich wie möglich, damit ich das Gefühl habe, dass ihr das versteht. Also, den Informationsfluss. Zwischen den Prozessen. Und da beziehe ich mich einfach auf die Erklärung, die wir vorhin gemacht haben, mit dem ganzen Comic, okay, der Schritte von dem Kanban-Prozess. Okay. Ich erkläre es hier nochmal etwas grober. Produktionsplan geht an dem Schritt Macherprozess okay. Produktionsplan geht an dem Schrittmacherprozess. Wir kommunizieren mit dem Schrittmacherprozess und sagen ihm, was der Kunde eigentlich möchte. Dann der Schrittmacher Prozess schickt die Entnahme-Kanban Karte, also die grüne, an dem Supermarkt zwischen B und C. Ist das verständlich? Schrittmacherprozess. Schickt den Produktionsplan an C
Der Produktionsplan wird an den Schrittmacherprozess geschickt und Schrittmacherprozess C meldet Bedarfe beim Supermarkt an. Verständlich. Schritt Nummer 3. Supermarkt BC schickt Produktionskanban die rote an Prozess vor FIFO, in dem Fall A-. Okay. In Ordnung. Gibt es Fragen, bitte? Wir haben jetzt gesehen, welche Designkriterien wir berücksichtigen müssen, um Pull-Prozesse zu designen. So, Fragen bitte. Okay, dann sehen wir uns noch was anderes an, nämlich wie messen wir die Flexibilität von Prozessen? Flexibilität in Richtung Kunde. Flexibilität gegenüber dem Kundenbedarf. Oder sich anzupassen hiermit. Wird die Flexibilität von Produktionsprozessen gegenüber Kundenbedarfsänderungen messbar gemacht. Okay. Der Kunde darf ja ihre Wünsche ändern und anpassen. Und die Kennzahl für die Flexibilität heißt EPI, das bedeutet
every part, every interval. Oder in Deutsch jedes Teil, jedes Intervall. Okay. Und hiermit messen wir die Zeitspanne, in dem alle Produkte aus dem Portfolio oder aus dem Bedarf produziert werden können. Okay. Wir machen eine Annahme für die Berechnung von EPI. Annahme ist, dass ein Monat hat 4 Wochen, eine Woche hat 7 Tage, ein Tag hat 24 Stunden, eine Stunde hat 60 Minuten und eine Minute hat 60 Sekunden. Und das ist eine Annahme, okay? Es muss nicht immer so sein, aber für uns in der Vorlesung bzw. in die Prüfung ist immer so. Okay? So, was bedeutet jetzt ein EPI von einer Woche? Das bedeutet, dass der Prozess ist in der Lage, die wöchentliche Bedarfe in einer Woche abzudecken. Wöchentliche Bedarfe werden produziert in einer Woche. Okay? Das bedeutet EPI von einer Woche. Innerhalb von einer Woche bin ich in der Lage, die wöchentlichen Bedarfe zu produzieren. In Ordnung. Das sind so Beispiele, okay? Oder was bedeutet ein EPI von einem Tag? Der Prozess ist in der Lage, die täglichen Bedarfe in einem Tag abzudecken. Und so weiter.
So messen wir die Flexibilität. So, lass uns ein qualitatives Beispiel machen oder weitermachen mit diesem Beispiel etwa eine Woche, einen Tag. Weiterführung. Stellt ihr euch vor, ich habe ein Epi oder ich stelle euch die Frage, was ist besser, ein Epi von einer Woche oder von einem Tag? Warum? Ist richtig? Warum? Okay. Okay, also es ist besser ein Tag, aber die Begründung ist nicht korrekt. Okay, es ist schon mal guter Versuch, aber leider knapp daneben. Die Begründung liegt in dem Kunde, okay? Und die Flexibilität gegenüber dem Kunde ist hier der schlaggebende Faktor. Lass uns gucken, warum. In dem Fall Epi von einer Woche haben wir eine Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Okay? Dann produzieren wir Produkt 1. Jetzt mal ohne Zahlen. Dann gibt es die Rüstzeit. Dann gibt es Produkt 2. Nochmal die Rüstzeit. Und Produkt 3. Nochmal die Rüstzeit. Das kennen wir, oder? Wir haben einfach, wie der Kollege vorhin gesagt hat, einfach multipliziert mal 7, das sind die Wochenbedarfe, auf die Wochen verteilt. Gut. Nun, was passiert? Wenn am Mittwoch um 12 Uhr eine Störung kommt. Also es kommt eine Störung hier, bam. Und hier ab dem Zeitpunkt ist die Produktion hier gefährdet. Also es wird nicht mehr, einfach nicht mehr produziert. Genau, also wir haben nur den Kunde 1 beglückt, aber Produkt 2 oder Kunde 2, Kunde 3 geht dann leer, okay, oder fast leer. Wenn wir ein Epi von einem Tag gehabt hätten, genau wie der, wie war das, der Yannick, oder? Ein Tag
Wenn wir einen Tag haben, ein Epei von einem Tag, dann würden wir diese Bedarfe durch 7 teilen. Und dann würden wir sagen, okay, Produkt 1, also, warte, das ist ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay, und dann hätten wir die Rüsten 7-mal schneller gemacht, dies in Scheiben aufgestellt. Zack, einmal rüsten, zweimal rüsten, dreimal rüsten. Und wir hätten die Bedarfe aufgeteilt. Okay, wir hätten dann die Bedarfe aufgeteilt in täglichen Scheiben, was dazu geführt hätte, dass wenn eine Störung gekommen wäre am Mittwoch um 12 Uhr hier, wir wären bei allen Produkten lieferfähig geblieben. Okay? Und somit wären wir flexibler gegenüber dem Kunden und das wäre halt besser für den Kunden. Was ist der Preis, was wir zahlen müssen, um von einem Epei von einem Tag oder eine Woche in einem Epei von einem Tag? Viel häufiger umrüsten, genau, und das ist mit Verluste verbunden. Ist viel teurer. Was ist die Lösung? 7-mal schneller rüsten. Rüstzeitoptimierung. Okay? Das ist einer der wichtigsten Themen überhaupt in der Industrie. Wie kann ich die Rüstzeit reduzieren, um Flexibilität gegenüber dem Kunden ohne Produktivitätsverluste zu erlangen? Okay? Gut, dann lassen wir das hier. Nächste Woche lernen wir, wie unter anderem, wie der Epei berechnet werden kann. Und weitere spannende Themen. Bei Fragen bitte jederzeit melden. Entweder per WhatsApp oder in dem YouTube-Kanal, okay? Gut, dann. Die PDFs gehen raus, wie gewohnt per E-Mail und die Videos werden gleich hochgeladen. Bis dann, bleib bitte gesund.